Kevin Kühnert hat ja in der Vergangenheit nur mit kompletten Falschaussagen geglänzt. Und jetzt hat ihm aber mal Christian Lindner, unser aktueller Bundesfinanzminister, so eine kleine reingedrückt, um ihm mal ein bisschen zu zeigen, wie bedeutungslos Kevin Kühnert eigentlich ist. Ja, und wir schauen uns heute mal das Thema Unternehmensbesteuerung an, wo es nämlich einen neuen Streit gibt von einem Kevin Kühnert, der versucht, irgendwie jetzt in der Bundespolitik noch Fuß zu fassen, bevor das sinkende Schiff der SPD vielleicht sogar aus dem Bundestag rausfliegt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, in dem Zusammenhang relativ spannende Aussage von Christian Lindner, und zwar an der Stelle: Kevin Kühnert, wir kennen uns nicht. Ganz spannendes Statement hier, das die Bild hier jetzt gerade rausgebracht hat, wo wir uns gleich noch im Detail die Unternehmensbesteuerung anschauen werden. Und zwar ist es anscheinend so, dass Kevin Kühnert hier immer wieder versucht, sich an Christian Lindner abzuarbeiten. Im letzten Bereich hat er ja hier wieder versucht, ihm ein bisschen, sag ich mal, Stress zu machen, vor allem auch mit dem Klimageld. Und dann sagt er, einen Luftikus hat Kühnert ihn mal genannt, er verunsichere die Menschen. Und so der neueste Vorwurf, sein Verhalten sei schon ein bisschen merkwürdig. Jetzt ist, wie gesagt, hier auch im Statement rausgekommen, ja, Kevin Kühnert redet sehr viel, aber nur über, sag ich mal, alle Leute, aber nie mit ihnen. Und das könnte auch einer der Hauptgründe sein, warum Kevin Kühnert einfach von der Realität keine Ahnung hat. Da schauen wir uns später nochmal seinen Lebenslauf ein bisschen an. Aber ganz spannend ist da ja schon, dass man ganz klar sagen kann, Kevin Kühnert sollte vielleicht auch mal mit den Leuten reden, anstatt nur über sie. Denn dann würde er vielleicht außerhalb seines politischen Spektrums auch mal mitbekommen, wie denn die Realität so abläuft. Denn hier hat er ja auch letztes Jahr schon geglänzt mit massiven Falschaussagen hier, zum Beispiel zum Bürgergeld, in dem er immer wieder behauptet habe, dass die Miete irrelevant sei, denn am Ende geht es nur um das Geld, das man zur Verfügung hat. Und. In dem Zusammenhang, wie gesagt, weiter im Gespräch, und zwar Kevin Kühnert hier an der Stelle: ich habe noch nie mit Kevin Kühnert persönlich sprechen können, erklärt hier Christian Lindner jetzt in einem Interview mit Münchner Merkur, obwohl, wie gesagt, hier Kevin Kühnert sich schon sehr, sehr lange an ihm abarbeitet, und da haben wir auch im Klimageld dieses Jahr schon den Streit mitbekommen. Aktuellster Streit ist hier um das Thema Unternehmensbesteuerung. Hier regt sich Herr Kühnert gerne auf, weil er ja wieder mal keinerlei Bezug zur Realität hat, wie denn die steuerliche und bürokratische Situation in Deutschland ist. Denn da springen wir mal rein, wie ist denn überhaupt so die Abgabenlast im weltweiten Vergleich, zumindest in den OECD-Ländern. Hier, lieber Kevin Kühnert, mal ein Überblick für 2022 nach Familienstand. Hier an der Stelle: blau ist Ehepaar, zwei Kinder, und schwarz ist Single, kinderlos. Hier im Grunde Belgien 53% und Deutschland dann für Singles hier kinderlos 47,8% und Ehepaare 32,9%. Und da gibt es natürlich hier, wie gesagt, sind wir hier auf Platz 2, vor allem für, ja, sag ich mal, unser Single-Land. Relativ spannend wird das Ganze auch noch, wenn man hier schaut, wie denn die Körperschaftssteuer bzw. die Unternehmensbesteuerung weltweit ist. Hier sind wir auf Platz 6. Vor uns sind nur Kolumbien, Portugal, Australien, Costa Rica und Mexiko. Und da muss man ja ganz klar sagen, das sind vielleicht nicht die Länder, mit denen man unbedingt auf, ja, als Industrienation konkurrieren sollte. Und da merkt man schon, wenn jetzt hier das Thema kommt, schon ein bisschen merkwürdig, wenn diejenigen, die diesen Haushalt mit ausgehandelt haben, drei Tage später um die Ecke kommen und so tun, als gäbe es da jetzt noch eine ganz wichtige zusätzliche Idee, die ihnen bis dahin gar nicht eingefallen ist. Das soll im Grunde Kevin Kühnert dem ZDF gesagt haben. Naja, liegt vielleicht auch daran, weil im Großen und Ganzen manche Personen doch vielleicht im Hintergrund auch schon gemerkt haben, dass eben hier nicht, wie es gerne mal Lars Klingbeil, Saskia Esken oder auch Kevin Kühnert aus dem Off sozusagen hier an der Stelle, kommentieren und natürlich doch keinerlei politische oder, sag ich mal, wirtschaftliche Erfahrung haben. Und hier gibt es nämlich das spannende Zitat, wo ja auch die Bild mal angelehnt hat, an wen könnte das denn angelehnt sein, und zwar hier an den Modezahn Karl Lagerfeld. Hier hat er damals 2009 über natürlich hier Heidi Klum gesagt: ich kenne sie nicht, Claudia kennt sie auch nicht, die war nie in Paris, die kennen wir nicht. Und zwar an der Stelle, was will im Grunde Christian Lindner damit sagen? Lagerfelds Botschaft zwischen den Zeilen war damals: die Klum ist in der Modewelt bedeutungslos. Naheliegend, dass Lindner genau das über Kühnerts Rolle im politischen Berlin denkt.
Und genauso kann man es eigentlich auch sagen, denn Fakt ist auch an der Stelle, außer, sage ich mal, den Bezügen, die hier auch an der Stelle Kevin Kühnert, sage ich mal, bekommt, ist nichts groß, denn viel Bildung oder auch ein weiterer Schulabschluss nach dem Schulabschluss hat nicht. Vielleicht ein Führerschein, wer weiß es, aber an der Stelle zumindest sein Verdienst liegt ja aktuell hier, auch laut aktuellen Meldungen hier, bei 10.591,70 Euro, was er als Abgeordnetenentschädigung bekommt. Und dann noch die 9.000 Euro Bruttogehalt monatlich für seine Tätigkeit als Generalsekretär. Bedeutet, er bekommt 19.591,70 Euro für seine Tätigkeit als im Grunde Talkshow-Mitarbeiter, könnte man fast sagen, denn er ist ja fast in jeder Talkshow und in jedem Interview vertreten. Aber am Ende einen wirklich, sag ich mal, sinnvollen Beitrag, zumindest habe ich von Kevin Kühnert in den letzten Jahren noch nicht gelesen. Und das war ja, sag ich mal, was er jetzt liefert, ist ja teilweise so schlimm wie in seiner User-Zeit, vor allem wenn es um die Steuerpolitik geht. Ganz klar muss man sagen, aber man muss auch nicht erwarten, dass bei Kevin Kühnert mehr dabei rauskommt, denn an der Stelle muss man sagen, er hat ja an der Stelle nicht mal ein abgeschlossenes Studium oder geschweige denn eine Ausbildung, denn wie gesagt, der Lebenslauf von an der Stelle hier, Kevin Kühnert liest sich eigentlich auch wie der typische SPDler mittlerweile, im Großen und Ganzen Abi abgeschlossen, danach ein FSJ und dann erstmal hier ein Studium, in das er sich eingeklagt hat, das er aber dann im Grunde später wieder abgebrochen hat. Dann hat er 2014 im Callcenter von MyToys gearbeitet, dann im Grunde als Abgeordneter unterwegs, dann im Grunde hier ein begonnenes Studium hier Politikwissenschaft, ruhte seit seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden, also seit 2016. Fraglich, ob er nicht hier vielleicht auch irgendeinen Studienplatz gerade blockiert und. Im Grunde könnte man sagen, hat im Grunde Kevin Kühnert hier die klassische SPD-Laufbahn mittlerweile hingelegt und zwar Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal und das ist im Großen und Ganzen hier dann die Frage, warum Kevin Kühnert eigentlich dann hier immer so auf sich aufmerksam macht, denn eins ist klar, mit den aktuellen Wahlergebnissen, die ja auch mit dazukommen, könnte es sein, dass seine steuerpolitischen Aussagen vielleicht bei dem einen oder anderen Wähler hier was bringen, jedoch nicht bei den Stammwählern der SPD, denn wenn man hier sieht, vom 2021er Ergebnis 25,7% ist man mittlerweile 10 Prozentpunkte weg, das heißt knapp im Grunde 50% hat hier die SPD seit 2021 zweieinhalb Jahre verloren. Und das ist auch relativ spannend, wenn man sich anschaut, wo die SPD hier übrigens an dieser Stelle, an zweiter Stelle hergekommen ist. Dann ging es mal hier relativ weit nach oben auf über 40%. Das war damals Helmut Schmidt, glaube ich, aber korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und dann nochmal mit Gerhard Schröder. Und am Ende muss man ganz klar sagen, ist es jetzt hier bei 25,7, roundabout 20%. Aber was das Lustige ist, hier wird es ja auch in der Zukunft weitere Konkurrenz geben, denn viele SPDler und Unionsmitglieder werden sich ja wahrscheinlich auch dieses Mal bei der AfD vergnügen oder an der Stelle natürlich auch hier zum neuen Bündnis Sarah Wagenknecht kommen. Das hier, glaube ich, auch, ja genau, jetzt auch mit dabei ist endlich, wo man hier auch schon sieht, auf 7% und vor allem die AfD hier bei 20%. Und da muss man ganz klar sagen, das könnte für Kevin Kühnert auch eng werden. Denn mit, sag ich mal, populistischen Aussagen zu Enteignungen, zu, sag ich mal, Umverteilungsfantasien, wenn vor allem die Nettosteuerzahler in Deutschland auch hier laut den Zahlen ja offiziell von Statista, vom OECD hier weiter gemolken werden mit 47,8%, das zumindest hier auf an der Stelle den Durchschnittsverdiener abgestellt, nicht auf den Spitzenverdiener, also auf den, sag ich mal, Durchschnittsverdiener mit dem Durchschnittseinkommen, dann ist das doch durchaus eine Hausnummer, wo man ganz klar sagen muss, da wäre es doch auch gut, wenn an der Stelle Kevin Kühnert vielleicht doch mal in die Richtung von auch Robert Habeck geht und sich mal mit dem internationalen Wettbewerb und Investitionsfreundlichkeit hier befasst. Aber auch da hat er ein weiteres Handicap, denn er ist ja hier zum Beispiel auch laut seinem Lebenslauf hier ein Berliner. Dementsprechend auch, sage ich mal, das an der Stelle hier ein großes Handicap für ihn. Da, wo man sagen muss, wäre er, sage ich mal, in einem anderen Bundesland aufgewachsen, dann vielleicht ein bisschen mehr Realitätssinn, aber nicht auf dem Karnevalsschiff in Berlin. Hast du weitere Anregungen zu diesem Thema? Dann schreib es gerne unten in die Kommentare. Ich lese auch Dinge, die ich noch nicht weiß, sehr gerne, denn da können wir vielleicht ein neues Video dazu machen. Also ab damit unten in die Kommentare und lasst auch ein Abo da.